Diese mi er fan din vikic der deutsche Nationalkulturtag des Komitats Baschkischen Stadt. Jedes Mal findet die Veranstaltung in einer Siedlung in der Nähe der zu ehrenden Person statt und dieses Mal haben sie auch ein Bundesprogramm vorbereitet. Dieses Programm gibt es schon seit 22 Jahren. Vor 22 Jahren hat der Verband der Deutschen Selbstverwaltung des Komitats Baschkischkun beschlossen, dass diese Organisation eine Auszeichnung an verdiente Personen im Komitat verleiht. Und jedes Jahr findet diese Veranstaltung in anderen Ortschaften statt. Es hängt immer davon ab, wo die ausgezeichnete Person eine Bindung hat. Dieses Jahr sind wir in Vikic schon zum zweiten Mal, weil die Anna Sauter hier die Vorsitzende der Deutschen Selbstverwaltung war und sehr aktiv auf Nationalitätenebene tätig war. In diesem Jahr ging der Preis an Anna Sauter, die nicht nur die Traditionen, die Kultur und die Sprache der deutschen Gemeinde im Komitat Baschkischkun schätzt, sondern auch die Fürsorgerin von Vikic ist. Mit dem Deutschtum beschäftigt sie sich seit fast 4 Jahrzehnten, auch aufgrund ihrer eigenen Wurzeln. Nagyon meglepett a kitüntetés, de nagyon örültem neki. Én 39 évvel ezelőtt kerültem Bács-Bokodra, nemes nádudvari születésű vagyok, tehát egy nemes nádudvari német nemzetiségi családba születtem. Egy régi kapocs van a nemes nádudvariak és a bácsbokodiak között. Annak idején 47-ben a kitelepítés során körülbelül 300 főt telepítettek ide át Bácsbokodra nemes nádudvarról. Amikor ide kerültem, akkor hát először csak a volt nádudvariakkal tudtam a nemzetiségi nyelvet gyakorolni. De ahogy teltek az évek, egyre több bácsbokodi nemzetiségi családot is sikerült felfedezni, megtalálni. A nemzetiség életébe viszonylag korán bekapcsolódtam, először mint képviselő, és utána mint elnök. És rengeteg rendezvény, kirándulás, gyűjtés, ami a munkánkat jellemezte. Der Deutsche Nationalkulturtag von Komitat Baschkischkun fand in diesem Jahr zum 22. Mal statt. Vikic war zum zweiten Mal Gastgeber des Programms.